Haie sorgen manchmal für Furcht und Albträume. Obwohl die meisten sie nur aus Filmen und Erzählungen kennen, dominieren die furchterregenden Raubfische unsere Weltmeere. Da unser Ökosystem immer mehr zerstört wird, geraten ebenfalls die Ozeane in ein Ungleichgewicht. Dies beeinflusst das Leben und vor allem die Jagdreviere der Haie. Immer wieder nähern sie sich flachen Buchten und suchen nach Beute in der Nähe von Stränden. Unweigerlich kommt es zu Katastrophen mit Menschen. Jedes Jahr sterben Surfer, Schwimmer und Taucher durch Haiangriffe. Doch es gibt Menschen, die diese brutalen Zwischenfälle überlebten und denen Unglaubliches widerfahren ist. Diese neuen Geschichten erzählen davon und werden nachhaltig in Erinnerung bleiben. Lasst uns loslegen. Ein Surfer schlägt einen Hai und rettet sein Leben. Diesen Zwischenfall wird Joshua Hawley niemals vergessen können. 2012 hätte der Amerikaner fast sein Leben verloren und konnte sich nur dank seiner schnellen Reaktion retten. Damals war er 28 Jahre alt und ein leidenschaftlicher Surfer. Es passierte an der Nordküste auf Hawaii. Der Mann befand sich nicht weit ab vom Strand, als er von etwas im Wasser hart gestreift wurde. Ihm wurde sofort klar, dass es sich um einen Hai handeln musste. Als Joshua erneut das Tier bemerkte und dieses Mal an seinem Fuß getroffen wurde, setzte ruckartig sein Instinkt ein. Er fing an, den Raubfisch mit seinen Fäusten zu schlagen. Immer wieder schlug er auf den Hai ein, damit dieser seinen Fuß freigab. Joshua schrie laut eigenen Angaben den Meeresräuber an, dass er diesen Tag überleben wird. Er hatte mit seiner Aktion dann auch Erfolg und der Hai wandte sich ab. Mit letzter Kraft paddelte der Surfer zurück an den Strand. Wie durch ein Wunder erlitt er nur leichte Bisswunden am Fuß und erholte sich recht schnell von der Attacke. Bis heute ist unklar, ob es sich bei dem Angreifer um einen weißen Hai oder einen Tigerhai handelte. Der Angriff auf Bethany Hamilton. Die Geschichte von Bethany Hamilton ging um die Welt. Die junge Frau aus Hawaii überlebte nur knapp die extrem gefährliche Attacke eines Hais. Der Vorfall ereignete sich am 31. Oktober 2003. Bethany war damals erst 13 Jahre alt. Seit ihrer Kindheit liebte das Mädchen Surfen und sie erzielte schon in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge bei Wettbewerben. Ihr wurde eine große Karriere als Profisurferin vorausgesagt. Wie schon unzählige Male zuvor wollte die junge Surferin an einem bekannten Strand zusammen mit Freunden ihrem Lieblingshobby nachgehen. Am Tunnels Beach auf der Insel Kauai, die zur Inselgruppe Hawaii gehört, veränderte dieser Morgen für immer das Leben von Bethany Hamilton. Die Schülerin wurde ganz unerwartet von einem riesigen Tigerhai angegriffen, der ihr den kompletten linken Arm abbiss. Ihre Freunde schafften es, die starke Blutung abzubinden und das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus zu bringen. Bethany wäre fast gestorben und konnte in letzter Sekunde gerettet werden. Trotz dieses schlimmen Vorfalls verlor sie nie ihren Lebenswillen. Dank der Liebe ihrer Familie und ihres christlichen Glaubens kämpfte sich das Mädchen ins Leben zurück. Sie lernte mit nur einem Arm zu surfen und wurde eine Profisurferin, die Menschen auf der Welt dazu inspiriert, niemals aufzugeben. Eine mutige Mutter rettet ihre Tochter vor Haien. Jede Mutter gerät sofort in Alarmbereitschaft, wenn ihr Kind in Gefahr ist. So geschah es auch der Amerikanerin Verlie Levi. Im März 2012 war sie mit ihrer 15 Jahre alten Tochter Sydney in Florida surfen. Das Wetter war schön und es wirkte wie ein ganz normaler Tag am Meer. Er kam jedoch wie aus dem Nichts. Ein Hai zog Sydney von ihrem Surfbrett in die Tiefe. Verlie konnte kaum reagieren und sah nur noch Blut. Als ihre Tochter dann wieder auftauchte, schnappte sie sofort das Mädchen und sah eine tiefe Verletzung am Knöchel. Erneut griff der Raubfisch an und versuchte Sydney mit sich zu ziehen. Die Mutter kämpfte verzweifelt um das Leben ihres Kindes und klammerte sich an ihre Tochter. Surfer in der Ferne hörten die panischen Schreie und eilten zur Hilfe. Sie schafften es, die kleine Familie zu retten und den Hai zu vertreiben. Nur Minuten zuvor wurde ein weiterer Teenager an demselben Strand von dem Hai attackiert, der dank der schnellen Hilfe seiner Freunde überlebte. Hai-Attacke am Hochzeitstag. Dieser Hochzeitstag veränderte das Leben von Krisha Thompson für immer. Der Amerikaner mit indischen Wurzeln wollte seiner Frau und sich einen unvergesslichen Urlaub bereiten. Im Jahr 2001 überraschte er Ehefrau Avi Mariah Thompson mit einer Reise auf die Bahamas. Anlässlich des 10. Hochzeitstages flog das Paar in die tropische Karibik. Der Trip endete unter dramatischen Bedingungen. Als Krisha alleine schwimmen ging, wurde er sofort in der Nähe des Strandes von einem Hai angefallen. Das Tier verbiss sich in sein linkes Bein. Der Mann verlor extrem viel Blut. Als sich das Raubtier endlich von ihm abwandte, schleppte sich der verletzte Schwimmer an den Strand.
Er wurde sofort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und operiert. Leider konnte sein linkes Bein nicht mehr gerettet werden. Heute lebt er mit einer Prothese und ist dankbar, überhaupt noch am Leben zu sein. Die Geschichte von Henry Bourse. Dieser Mann gehörte zu den bekanntesten Überlebenden einer Haiattacke. Sein Name war Henry Bourse. 1964 war der Berufstaucher und Kameramann vor der Küste Australiens unterwegs, als ein weißer Hai zuschlug. Der Mann hatte kaum eine Chance. Das Tier biss ihm in sein Bein und zog den Taucher in die Tiefe. Henry hämmerte so gut er konnte mit all seiner Kraft auf das Tier ein. Schließlich ließ der brutale Räuber ihn los. Doch sein Bein war verloren. Schwer verletzt wurde er von seinem Team in die Notaufnahme einer Klinik gebracht. Henry war ein Kämpfer und ließ sich von dem Vorfall nie unterkriegen. Er lernte mit einer speziell angefertigten Flosse zu tauchen und verarbeitete sein Trauma in einer Dokumentation und Fotografien. 1998 starb er im Alter von 63 Jahren. Unter Kollegen wurde er durch seinen Mut zur Legende. Delfine als Retter. Der Rettungsschwimmer Rob House erlebte an der Küste von Neuseeland einen unvergesslichen Zwischenfall. Der Mann befand sich mit weiteren Schwimmern im Meer, als plötzlich eine Gruppe von Delfinen auftauchte. Die Tiere wirkten sehr aufgeregt und verwundert durch ein ungewöhnliches Verhalten. Vor der Nordinsel sind die Menschen mit den Meeressäugern vertraut. Die friedlichen und neugierigen Delfine beobachten sehr gerne die Schwimmer und Surfer im Meer und freuen sich über ihre Aufmerksamkeit. An diesem Tag spürte Rob sofort, dass sich die Tiere anders verhielten als sonst. Schnell konnte er den Grund dafür erkennen. Nur wenige Meter im Wasser entfernt kreiste ein gewaltiger weißer Hai um die Gruppe. Die Delfine vereinten sich als Team und schafften es, den Raubfisch in die Flucht zu schlagen. Wahrscheinlich wollte der Hai die Menschen oder die Delfine angreifen, als er auf der Suche nach Beute war. Ein Boot konnte alle Schwimmer unversehrt an Bord nehmen. Erst als alle Menschen gerettet waren, schwammen auch die Delfine wieder davon. Eine Kamera rettet vor einem Tigerhai. Tigerhaie gelten als äußerst aggressiv. Diese Erfahrung musste auch der Unterwasserkameramann Russell Easton 2012 machen. Zusammen mit seinem Partner filmte der Brite den Meeresgrund vor den Bahamas. Mit einer riesigen Kamera ausgestattet, entstanden traumhafte Aufnahmen aus der Tiefsee. Doch innerhalb einiger Sekunden veränderte sich alles. Russell sah nur wenige Meter vor sich das riesige Maul eines Tigerhais mit gigantischen Zähnen auftauchen. Das Tier war kurz davor, den Taucher anzugreifen. Haie neigen instinktiv dazu, sofort zuzubeißen. Der Mann konnte sich in letzter Sekunde jedoch retten. Er schützte sich hinter der Kamera und rammte sie direkt in das Maul des Raubfischs. Der Tigerhai war sehr wild und aggressiv. Für den Profitaucher war es ein großer Kraftakt, die Kamera weiterhin halten zu können. Nach diesem Machtkampf um Leben und Tod ließ der Hai endlich von dem Objekt ab und verschwand. Als Andenken hatte die Kamera eine Aufnahme gemacht, als das Tier sie fest umklammert in seinem Maul hielt. Russell Easton ist trotz der Attacke weiterhin von der Unterwasserwelt fasziniert und hegt keinen Groll gegen Haie. Rodney Fox und der weiße Hai. Er gilt als einer der weltweit führenden Experten für den weißen Hai. Rodney Fox erlebte am eigenen Leib, was es heißt, Opfer eines Haiangriffs zu werden. 1963 nahm der Australier an einer Weltmeisterschaft im Speerfischen teil und erlebte den Horror seines Lebens. Ein weißer Hai tauchte aus dem Hinterhalt auf und attackierte den Mann. Rodney kämpfte wie ein Löwe um sein Leben. Der Hai fügte ihm immer wieder tiefe Bisswunden zu. Schließlich schaffte er es jedoch, den Hai am Auge zu verletzen und sich in Sicherheit zu bringen. Erst im Krankenhaus wurde das ganze Ausmaß der Attacke sichtbar. Fast alle Rippen waren gebrochen und die Lunge verletzt. Wie durch ein Wunder überlebte Rodney. Später wirkte er sogar an Steven Spielbergs berühmten Film Der weiße Hai mit. Heute ist er als Tierschützer aktiv, der trotz seiner schrecklichen Erlebnisse für den weißen Hai kämpft. Er ist der Ansicht, dass die meisten Menschen viel zu wenig Kenntnisse über den Raubfisch haben und möchte dies ändern. Watson und der Hai. Dieses Gemälde prägte nachhaltig die Meinung zu Haien. Watson und der Hai von John Copley entstand zwischen 1775 und 1778. Es zeigte eine dramatische Szene. Seemänner, die in einem Boot versuchen, einen Hai zu vertreiben, der einen Jungen im Wasser angreift. Das Kunstwerk basiert auf einer wahren Geschichte. Der Geschäftsmann und Politiker Sir Brooke Watson war mit 13 Jahren am Hafen von Havanna von einem Hai attackiert worden. Dabei verlor er sein Bein. Er wurde in letzter Sekunde von Männern gerettet, die mit Harpunen das Tier vertrieben. Bis zum Ende seines Lebens war Brooke auf eine Prothese aus Holz angewiesen.
Diese dramatische Geschichte und das dazugehörige Kunstwerk erlangten in Nordamerika einen großen Bekanntheitsgrad. Der Hai ist als gefährliches Monstrum dargestellt, der Angst und Furcht symbolisiert. Historiker gehen davon aus, dass die gemalte Begebenheit eine entscheidende Wirkung auf viele Menschen hatte, die zuvor noch nie mit Haien in Berührung kamen. Diese 9 Geschichten über unglaubliche Haiangriffe sind verstörend und sorgten für Sprachlosigkeit. Wusstest du schon vorher von den Schicksalen dieser Menschen? Wir würden gern deine Meinung hören und einen Austausch mit anderen sehr begrüßen. Nutz dazu wie immer die Kommentarfunktion. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder.